Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich wollte mich nur ganz kurz einmal bei euch melden, ein kleines Update geben, wo ich so lange war, warum ich mich so lange nicht gemeldet habe. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß an dem kleinen kurzen Video habt und ja, dann werde ich mal loslegen. Also wo war ich die ganze Zeit? Ich glaube, wir haben uns zuletzt vor 6 oder 7 Monaten gesehen. Ja, wir sind inzwischen umgezogen. Wir wohnen also nicht mehr in Hamburg. Das hat eine Menge Zeit in Anspruch genommen. Im Moment befinden wir uns, wie ihr vielleicht im Hintergrund erkennen könnt, nicht mehr in Deutschland, sondern wir sind wieder in Alanya. Noch gar nicht so lange. Und da freue ich mich natürlich auch riesig drüber und drauf, was alles noch hier so passieren wird. Ich wollte einfach nur mal kurz die Kamera einschalten. Hab gedacht, euch interessiert vielleicht, was wir machen und wo wir so lange geblieben sind. Ich hatte ja in den letzten Videos angedeutet, dass ich ein bisschen ausgepowert bin, dass ich ein bisschen ein Problem damit habe, so viel von meinem Privatleben preiszugeben. Musste mir so ein bisschen überlegen, wie es weitergehen soll auf dem Kanal. Und insofern, ja, das hat so ein paar Monate gedauert. Und dann hat man ja auch so den Trott oder Tritt, den Anstoß, nicht mehr so das Video dann auch zu starten. Zu beginnen. Auch jetzt habe ich schon bestimmt 4, 5 Mal angefangen und wieder gelöscht und hoffe, dass ich jetzt in einem Rutsch durchdrehen kann. Ja, wie wird es weitergehen hier auf meinem Kanal? Ich denke mal, dass ich in nächster Zeit ein paar Videos hier in Alanya drehen werde und hoffe, dass ihr da auch Lust habt, das ein bisschen mit zu verfolgen. Ja, wir sind seit einer guten Woche da und planen, wie gesagt, auch ein bisschen hier zu bleiben. Anschließend werden wir dann wieder zurückfahren, weil ich ein paar familiäre Dinge zu erledigen habe, noch in Deutschland. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe inzwischen auch ein neues Handy, mit dem ich drehe und mit dem man wirklich jede Schweißpore erkennen kann. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, ist das hier jetzt wirklich vielleicht so das eine oder andere Tröpfchen zu sehen ist, denn es ist wirklich, wirklich, wirklich heiß hier. Wir haben also wirklich tatsächlich jeden Tag über 40 Grad bestimmt und das merkt man auch. Und heute ist auch sehr, sehr feucht und stickig. Hier sind auch wieder schon überall Brandwolken zu erkennen hier am Himmel. Ich glaube, da ist im Moment wieder ordentlich was am Dampfen, hätte ich jetzt fast gesagt. Da ist wirklich wahrscheinlich wieder ein Brand da hinten zu sehen. Ansonsten bekommen wir so viel nicht mit. Es riecht auch nicht wirklich nach Rauch oder so, aber es ist natürlich sehr viel Asche in der Luft, die wir auch auf der Wäsche haben oder hier auf dem Balkon und auf dem Auto und so. Aber ansonsten kommt man zum Glück hier nicht ganz so viel mit. Aber es ist schon wirklich sehr, sehr erschreckend, was hier im Moment ja, passiert. Genau. Ansonsten kann ich nicht so viel berichten, wie gesagt, weil gar nicht so viel passiert ist, außer dass wir umgezogen sind, dass wir uns dran gewöhnen mussten. Wir wohnen jetzt in einem kleinen Dorf und das ist natürlich ein ganz anderes Leben. Meili findet es auf jeden Fall richtig toll. Wir wohnen ja direkt am Wald und da hat sie eine ganze Menge Auslauf, kann immer ohne Leine rumdüsen, sieht da Rehe und Füchse und Hasen und keine Ahnung. Das freut sie immer riesig. Ich wollte mich auf jeden Fall ganz kurz einmal bei euch gemeldet haben, wünsche euch noch ganz viel Spaß in der nächsten Zeit auf meinem Kanal und wir werden uns sicher in ganz kurzer Zeit wiedersehen. Macht's gut und vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid.